Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft PvP. Wir spielen heute Mario Party auf dem gomadi.net Server. Nein, wir spielen heute auf dem zeithochszenen.de Server. Ich habe irgendwie einen total komischen, verpixelten, verbuggten Default-Skin, aber das ist mir relativ egal. Das soll uns nicht abhalten. Spielprinzip, falls ihr es nicht kennt, schaut euch die erste Folge an, die ich von dem Spiel bloß hochgeladen habe. Die findet ihr in der Videobeschreibung. Und das erste Minigame ist heiße Kartoffel. Mag ich jetzt nicht so sehr. Aber mal gucken. Machen wir das Beste draus. Nun, ich spiele heute wieder mit dem Contrast Pack von Dino the Great. Wie wir es schon letztes Jahr, in der letzten Folge und letztes Jahr hatten. Ah, ich habe die Kartoffel. Okay, wir sind so los. Oh, das ist also nicht gut. Weg, 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 weg. Der Typ hat eine. Oh, nächste Runde. Überlebt. Hä, wie kann man das aufsammeln? Jetzt bin ich unsichtbar. Woo! Nein. Ja, ich bin so losgeworden, wie Lois. Okay. Spielprinzip erklärt sich ja von selbst. Denke ich. Nice, ausgetrickst. Ja. Sind wir noch losgeworden? Nein, wir sind raus. Na gut, zweiter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon mal so weit gekommen bin in dem Game. Okay, sehr schön. Ich spiele heute wieder mit dem Contrast Pack, was wir schon ja letztes Jahr, letzte Folge gespielt haben. Le 6. Und ich habe heute mal mein, ja, sagen wir Standard Texture Pack. Nochmal Würfel. Zack. 5. Nice. Also besser hätten wir nicht würfeln können. Nice. Richtig gut. Und ich habe jetzt mal mein, ja, ich sag mal Standard Texture Pack drunter gelegt, was ich sonst immer habe. Erster. Was in dem Falle das Ragecraft Faithful 64x64 Texture Pack ist. Und ich muss sagen, damit komme ich relativ gut zurecht. Woolblock. Ja. Auch ein recht cooles Game. Spielprinzip ist auch ganz einfach. Es wird uns eine Farbe vorgegeben. Und dann verschwinden alle anderen Blöcke. Die nicht dieser Farbe entsprechen. Das geht, die verschwinden immer schneller. Und man muss sich halt auf den. Darf nicht runterfallen. Zack. Okay. Die anderen Blöcke verschwinden immer schneller. Somit scheiden die Spieler dann nach und nach aus. Und. Rot. Okay. Telepups, alles klar, läuft bei dem. Sehr schön. Können wir auch wieder stehen bleiben. Oh Gott. Okay. Wieder überlebt. Okay, es wird immer schwerer. Oh, wir sind Zweiter, sicher. Oh, wir können stehen bleiben, nice. Überlebt. Stirb endlich! Yes, gewonnen! Juhu! Das war eine coole Runde. Ich mag das Game eigentlich auch, also ich finde das Spielprinzip recht cool und hier auch ganz gut gemacht. Das gibt es auch als separaten Spielmodus auf Hive. Das heißt, nennt sich dann dort Block Party. Das können wir auch mal spielen. Schreibt mir mal in die vielleicht einen Kommentar. Zack. Hä? Ach, man muss mit Rechtsklick würfeln. Okay. 3 und 5 ist auch ganz gut. Oh. Okay. Wir sind immer noch Erster und wir haben 7 Felder Vorsprung. Sehr schön. So. Wird gespielt. Schießstand. Na gut, kann ich jetzt nicht so gut, weil ich
jetzt auch mein Bow-Aim nicht der beste ist. Aber ich denke, solche Art Minigames sind vielleicht auch ganz gut, sowas zu üben. Und Zombie. Gut, das ist natürlich, wenn man jetzt vielleicht versucht, TNT und Gold-Zombies zu targeten. Ach man, ich bin so langsam. Come on. Ja, Gold-Zombie. Nice. Da ist noch ein Gold-Zombie. Alter, kann ich den... Lass dich doch treffen. Ach, scheiße, der andere hat den bekommen. Ist echt schwer. Oh, wir haben einen Zombie. Gold-Zombie. Und... Ach, der andere Gold-Zombie wurde getötet. Na, ich kann das einfach nicht. Und noch ein Zombie. Da kommt ein Gold. Wow, ist der schnell. Nice. Gibt wahrscheinlich ordentlich Punkte, falls man den treffen sollte. Hab ihn. Nice. Ich weiß jetzt nicht. Lol, wir teilen uns den dritten Platz. Ich habe das Spiel jetzt auch eine Weile lang nicht gespielt. So. Offenbar haben die jetzt ein Update rausgebracht, dass man den dritten... Oh, nice, 5. Sich den dritten Platz teilen kann. Nice. Das bedeutet, wir sind Dritter und können nochmal würfeln. Zack. Und eine 3. Sehr schön. Nice. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt sich bei dem Spiel mehr lohnt. Jetzt mehr so auf die weniger Zombies zu abzuschießen. Wow, 11 Felder Vorsprung. Nice. Ob es sich jetzt mehr lohnt, weniger Zombies abzuschießen und dass man da mehr die Gold- und TNT-Zombies nimmt. Oh, Bogus Belief. Oder ob man jetzt möglichst viele Zombies versucht zu erwischen und dann die normalen Zombies nimmt, die ja auch deutlich leichter zu treffen sind, weil sie deutlich langsamer sind. Zumal ich jetzt auch nicht so weiß, wie viele Punkte die jetzt alle bringen. Aber was man sich, was ich jetzt auf jeden Fall schon... was man wirklich vermuten kann, ist, dass die Gold-Zombies und TNT-Zombies mehr als die normalen bringen, aber gut. Oh Gott. Ich glaube, es ist ratsam, hier möglichst in Bewegung zu bleiben. Ach du Scheiße, nein, wir sind tot. Und? Zack. Nein, nur 3. Nun gut. Wir haben ja 11 Felder Vorsprung. Und gerade wenn man diesen Vorsprung hat, ist es nicht so schlimm, wenn man jetzt mal ein Game verliert. Und? Piu! 16 Felder noch. Und? Wir sind immer noch Erster mit 5 Feldern Vorsprung. Da hat er bei einer ordentlich aufgeholt, muss man sagen. Aber wir sind immer noch Erster. Wen haben wir noch? Quatsch, welches Spiel kommt denn? Magma-Ring? Weiche den Magma-Brocken in ausbrechenden Vulkan. Dort war ein Vulkan. Aufschlägt, bildet sich auf. Okay. Oh, das Game scheint neu zu sein. Ah, ich weiß was. So. Eignet sich genauso gut, wenn man... Oh fuck. Eins habe ich nicht bedacht. Nämlich, dass sich ja die Lava bildet und dass diese Lava bleibt. Okay, dann weiß ich was anderes, was ich hier suchen kann. Okay, ist auch ein interessantes Game. Zum Glück bildet sich die Lava. Oh Gott. Nein, wir sind tot. Das war dumm. Das war dumm. Das war richtig dumm. Die Lava ersetzt quasi den Block. Das habe ich jetzt nicht gut aufgepasst. Ich habe jetzt nicht geguckt, welcher Block neben mir es gestattet, dass ich da hinspringen kann, falls Lava, falls was auf mich auffällt. Aber die Spielidee ist auch ganz witzig. Habe ich jetzt nirgendwo sonst bisher gehabt. Oder mal gesehen. Also, nice. Jetzt haben wir eines der neuen Spiele mal gesehen.
Okay, 9. Und ich kommt jetzt mal wieder eines der altbekannten Spiele, damit wir vielleicht wieder noch ein bisschen was aufholen können. Hallo? Das dauert ja ewig, warum wird denn wieder dann nicht teleportiert? Leckt das? Hä? Hä? Okay. Ich brenne noch, schön. Ja, lol. Leck. Gucken, ob es vielleicht auch andere aufschreiben. Hey, was ist denn los? Heftiger Leck, schreiben andere auch. Okay. Mini Survival Games. Nichts gedrückt und 6 bekommen. Läuft bei dir. Okay, Mini Survival Games, da gab es jetzt auch nochmal eine Änderung. Das weiß ich. Nämlich hat man hier eine größere Vielfalt an Items, die man bekommt. Also dass es jetzt mehr Richtung Survival Games geht. Also richtige Survival Games, nur halt Arena kleiner. Oh. Haben wir unseren ersten Gegner hier, ha? Hat der es nicht gesehen? Pfeile auch, okay. Jemand hinter mir. Auch noch dieser blöde Schriftzug. Die Combo. Nein! Alter, wir hatten ihn so in der Combo drin. Warum? Alter, nein. Da wollte der uns abstauben und wir hätten ihn fast bekommen. Wie scheiße. Oh, ärgerlich. Es war ja früher bei den Mini-Survival-Games so, ich weiß jetzt nicht, ob in der letzten Folge auch so Mini-Survival-Games jetzt gespielt wurde, als ob ich das da gespielt habe, ich glaube nicht. Da war es ja früher immer so, dass man dann die Kiste angeklickt hat und sofort den Inhalt bekommen hat. Und das waren dann immer nur festgelegte Items, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Items bekommen konnte. Und jetzt haben die das geändert, dass es mehr wie richtiges Survival Games ist. Dass man halt einfach sich die Items selber nimmt und dass man jetzt mehr verschiedene Rüstungen und Waffen und sowas hat. Und ja. Leider jetzt nicht so gut gelaufen. Okay, wir können mal gleich gucken, ob sich das jetzt auf unseren Platz ausgewirkt hat. Nice, 5. Ist natürlich praktisch, wenn man gut würfelt, wenn man jetzt nichts gewonnen hat. Okay, und Spannung. Komm. Jetzt können wir gucken. Nein, Bowser fällt! Du hast 2 Felder zurückgeschlagen. Bowser überschatten. Noch 11 Felder bis zum Ziel. Oh, wir sind immer noch erster. 2 Felder Vorsprung. Wettrennen. Okay. Mal gucken, was wir reißen können. Ah, die Map ist das. Shit. Die mag ich nicht. Es gibt 2, wenn sie jetzt nicht mehr reingemacht haben. Und das ist gerade die ich nicht mag. Die ist recht schwer, wie ich finde. Oh, fuck. Okay. Einer ist uns dicht auf den Fersen. Der hat uns überholt. Und ist runtergefallen. Hep. Nein! Das hasse ich. Immer diesen Cooldown. Was? Das ist wirklich ein richtiger Kritikpunkt, dass man so lange warten muss. Hep. Nein! 3 Sekunden. Das ist so viel wertvolle Zeit. Hä? Als ob ich 2-mal runtergefallen wäre. Also als ob das doppelt gezählt hätte. Richtig scheiße. Nein. Oh Gott. Oh, wir können noch was reißen, glaube ich. Yes! Bam! Erster! Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
was die anderen doch zu oft gefällt haben. Nice. Okay, da oben stehen sie schon. Da oben. Und da ist der unser zweiter Platz. Wir sind Erster geworden tatsächlich. Das ist ganz gut für jetzt, wenn jemand uns schon so sehr auf die Pelle rückt, dass er schon... dass er nur noch zwei Felder hinter uns ist. Oh, es laggt wieder. Scheiße. 4. Okay. Hätte schlimmer sein können. Und wir haben immer noch den Goldwürfel. Und zack. 5. Sehr gut. Ah, wäre unser Bowserfeld nicht gewesen. Das hat uns zwei Felder zurückgesetzt. Und jetzt fehlen noch zwei Felder. Okay. Aber wir haben wieder was gewonnen. Nee, haben wir nicht. Scheiße, jetzt ist da noch jemand anders aufgerückt. Ah, es wird nochmal eng zum Schluss. Wolkenquiz, okay. Zum Schluss nochmal ein Quiz, ne? Okay. Und go. Alter Name für Bruchstein. Ja, das war Pflasterstein. Bruchstein hieß früher mal Pflasterstein. Das weiß ich. Habe ich mal in so manch alten Videos gesehen von YouTubern, die schon länger spielen. Wenn man da mal so, also hatte ich mal Lust, guck mal so in ältere Videos, wie oft wurde Minecraft PC-Version verkauft. Scheiße. Über 20 Millionen Mal. Okay, ich hätte jetzt 16 gesagt, aber die Zeit ist auch ein bisschen wenig, finde ich. Bei wie vielen Blöcken kann ein Kolben maximal bewegen? 12. Mehr kann er nicht, dann fährt er sich einfach nicht mehr aus. Kann man sich für manche Maschinen zunutze machen. Okay, zwei Leute haben 3 richtig. Welcher wird der elektrische Widerstand? Keine Ahnung, ich sag einfach mal oben. Weiß nicht. Volt ist die Spannung. Oh, nice. Ich habe da nicht so viel Ahnung von. Apollo 11. Das war Neil Armstrong. Das war die Mondmission, die auf dem... die erste... Das war die erste Sonde, die auf dem Mond... Die erste... Das erste bemannte Raumfahrzeug. Welcher Mob wird angegriffen? Scharf. What? Richtig... Ich habe als einziger richtig gewählt? Lol. Das... What? Ich habe gewonnen! Nice! Okay. Apollo 11 war die erste bemannte Mission, die auf dem Raum, auf dem Mond gelandet ist. Und nein! Kann es schlimmer kommen? Jetzt würfel ich zum Schluss nochmal die einzige 1 in der Runde. Okay, 5. Wir sind im Ziel. Ich hoffe, dass uns niemand jetzt noch den ersten Platz streitig macht. Das wäre so ärgerlich. Und zack, Ziel. Hä? Hä, hey, was ist hier los? Wir sind doch im Ziel. Ja, geht doch. Bams, wir sind Erster. 3 Felder über dem Ziel. Yes. Woo. Alles meins, diese Schätze. Nein. Aber gut. Oh, es leckt nochmal richtig schön zum Schluss. Aber gut. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Trotz hässlichen Skins. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten oder in einem anderen Video wieder. Bis dann, haut rein, macht's gut und ciao, ciao. Jetzt aber wieder mit schönen Skin. Ciao.